Und damit Servus und herzlich willkommen hier bei Chromi.de und vielen lieben Dank fürs Einschalten. Heute möchte ich euch ein Add-on vorstellen für World of Warcraft und zwar Narzissus. Narzissus ist ein wirklich wunderschönes Add-on mit echt ganz tollen Möglichkeiten, um schöne Sachen in World of Warcraft abzulichten und zwar euren Charakter. Für wen ist das Ganze? Für Content Creator, für Leute, die mal ein bisschen rumspielen wollen mit ihrem Charakter, mit anderen NPCs sich vielleicht mal ablichten wollten. Ich meine, wer wollte nicht schon mal neben einem Lichtkönig stehen und davon ein hübsches Screenshot machen? Wir haben zwei grundlegende Features für Narzissus. Einmal Linksklick auf das Zeichen, haben wir die Charakterübersicht. Nichts Wildes. Wir haben hier die Sachen, die wir anhaben, was wir gesockelt haben, was wir verzaubert haben oder sowas. Wir sehen hier unseren GS, wir sehen, wir können hier Talente oder sowas auswählen. Wir haben hier einfach eine hübsche, schöne Übersicht. Hier oben können wir auch noch unseren Alias eingeben, also einen Namen, den wir uns wählen. Ansonsten, es ist einfach eine schöne Übersicht. Das wirklich Interessante an Narzissus ist, wenn wir den Rechtsklick machen. Denn da entfaltet Narzissus sein großes Potenzial. Erstmal mache ich hier meinen Charakter in-game weg und jetzt haben wir hauptsächlich meinen Charakter. Den kann ich hier einstellen, machen, tun, wie ich will. Ansonsten kann ich mit Narzissus aber sehr viel Zusätzliches machen. Nicht nur, dass ich jetzt die ganzen Animationen auswählen kann, die man so einen Charakter haben kann, ähnlich wie zum Beispiel Model Viewer kennt, genauso kann man das hier auch machen. Man kann ja alles Mögliche an Animationen einfügen. Man kann auch nochmal die Waffen wechseln. Also wenn ihr Transmog-Listen schon vorgefertigt habt, dann könnt ihr diese hier switchen. Ihr könnt aber auch hier euch noch andere Sachen anziehen. Also ihr könnt hier zwischen euren Aussehen switchen. Ihr könnt euch aber auch selber nochmal andere Klamotten hier geben, andere Waffen. Ob die Waffe angelegt ist oder nicht, ob eine Schildhand noch dazu nehmen oder. Also ihr könnt hier richtig viel machen. Außerdem könnt ihr einstellen, von wo das Licht auf euch scheint. Also von wo irgendwie die Sonne vielleicht ist. Oder aber andere Farbquellen. Leuchter, Flammen oder. Deswegen habt ihr auch die Einstellung, verschiedene Farben zu machen. Außerdem aus welchem Winkel sie auf euch scheint. Jetzt können wir zum Beispiel zum Gruppenfoto übergehen. Das heißt, wir wollen noch jemanden mit reinnehmen. Wir nehmen mal, entweder können wir nochmal uns selbst reinnehmen oder das Target. Oder aber wir nehmen einen NPC. Dafür geht der NPC-Browser auf und er sucht dann einfach mal so ein bisschen durch. Gehen wir einfach mal rein. Wir nehmen den guten Lich King. Ja, warum findet er... Achso, weil er den... Wir spielen einen deutschen Client, also Lichtkönig. Ne? Sorry. Abbild des Lichtkönigs, den nehmen wir einfach mal mit rein. Ne? Nehmen wir dich guten hier. Arthas, grüß dich. Hi, servus. Wie geht's dir? Danke, dass du mal eben kurz parliert stehst für dieses Video. Den können wir uns demonstrieren. Wir können jetzt auch noch zig andere Chars hier dort stellen. Die können wir kleiner machen. Die können wir größer machen. Mit dem Mausrad könnt ihr hin und her. Könnt ihr dann sozusagen dahinter stellen, davor stellen. Je nachdem, wer wo gewählt ist. Na, so könnt ihr sie vor- oder hintersetzen. Außerdem könnt ihr jetzt auch mit diesem Char alles Mögliche machen, was ich gerade gezeigt habe. Also sprich, das Licht, von wo kommt es? Hat es die Waffe angelegt? Nicht. Animation, zum Beispiel Death. Okay, der hat keine Death-Animation. Man muss aufpassen bei gewissen NPCs. Wir haben hier zum Beispiel, wenn wir jetzt auf den Lichtkönig gehen, wir versuchen mal noch einen anderen Lichtkönig. Auge des Lichtkönigs, der Lichtkönig. Ich denke, der Lichtkönig wird es haben. Nein, auch nicht. Hatte der Lichtkönig eine Todesanimation? Nee, hatte er gar nicht. Stimmt, danach war es vorbei. Okay, er steht also da. Um es mal anders zu testen, wir machen den mal weg. So, hier, zack. Hau ab. So, Sicht, da. NPC. Machen wir mal anders. Wir gehen auf Varian. Wir sind ein Hordler. Und ein Hordler hatte doch schon immer mal den Wunsch, einen Varian umzubringen. Machen wir das Ganze doch mal und stellen ihn neben uns tot. Zack. Das heißt, wir könnten uns jetzt eine Szene erarbeiten. Ihr könnt hier oben übrigens auch mit Sprech
Sprechblasenarbeit. Sprich, ihr könnt jetzt Texte über Sprechblasen über eure Char setzen oder unten setzen oder über Varian setzen oder sowas. Weiterhin könnt ihr euch natürlich die Schatteninszenierung machen, also ist der Fokus mehr auf euch gerichtet, das Licht generell den Hintergrund ausmachen und, und. Grounded Shadow anmachen, sprich die Chars haben einen Shadow-Mode und so weiter. Ihr habt hier richtig viel. Könnt ihr auch noch Login-Screen hinterlegen, Charakterauswahl hinterlegen oder sowas als Bild dahinter. Aber für die Leute, die sich so ein bisschen mit Photoshop auskennen, ihr könnt euch auch, oder beim Screenshotten, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Screenshot macht, werden automatisch mit blauem Hintergrund und mit grünem Hintergrund abgelichtet. Sprich, ihr könnt zum Photoshop easygoing ausschneiden, diese Szene, und in ein, ja, ich sag mal, in eine Szenerie setzen, die euch dann besser passt. Wir haben ja auch noch ganz andere, was weiß ich, wir können jetzt zum Beispiel Walk-Animationen machen, wir können was, wenn ihr zum Beispiel in einer Animation einen Break machen wollt, sprich, guck mal, du hast doch dein Schwert, hast du dein Schwert? Er hat's gerade nicht. Machen wir zu. Wo haben wir denn was Schönes? Loot. Ne, Battle Roar. Zum Beispiel, das ist immer sehr gut. Damit kann man manchmal sehr, sehr, sehr gute Sachen machen. Wir können, wenn wir auf Play gehen, auf Pause gehen, kriegen wir hier unten die Zeitleiste dieser Animation. Sprich, wir können uns einen Frame auswählen, wo wir das Ganze stoppen wollen. So, dass ihr wirklich das oder den Effekt euch hinkriegen könnt, wie ihr es wünscht. Ne? Also, da ist wirklich sehr coole Einstellmöglichkeiten, die ihr hier habt. Weiterhin bietet Narcissus, was ich auch erst heute entdeckt habe, also ich entdecke auch immer noch Features von diesem Add-on. Wenn ihr zum Beispiel zum Friseur geht, könnt ihr euch Aussehen speichern. Also gewisse Presets für den Friseur könnt ihr euch dort direkt speichern. Sprich, wie beim Transmogrifizierer, wenn ihr einen Ausrüstungs-Loadout euch abgelegt habt, könnt ihr auch dort für Frisuren alles mögliche euch was ablegen. Sprich, ihr geht kurz zum Friseur, wählt das nächste aus, zack, zack, ist gemacht, wenn ihr unterschiedliche Szenen hier machen wollt. Zum Beispiel ist das hier ganz interessant für Leute, die Comics machen wollen. Das ist zum Beispiel was ich als nächstes hier vorhabe, mit dieser Szenerie hier Comics zu erarbeiten, immer wieder, mit Sprechblasen und allem Möglichen. Ich finde, das ist eine ganz coole Sache, um das zu machen. Hier seht ihr, können wir das Licht einstellen, sprich auch wenn wir vielleicht in einer Höhle sind und dort ist ein Kronleuchter und leuchtet auf uns oder sowas. Wir können jetzt auch hier, noch ein NPC mit dazu packen. Schauen wir, wen haben wir denn noch da? Varians Klinge, das ist das Schiff. Kriegen wir ein Schiff hier mit rein? Das ist ein bisschen groß, glaube ich, ne? Ja, ist ein bisschen groß. Aber selbst das könnten wir wunderschön hier nebensetzen. Ja, ob das wunderschön ist, ist jetzt so eine andere Frage, aber auch das kann man hier nebensetzen. Das Add-on kann halt auf die Datenbank von World of Warcraft zugreifen und hat relativ viel. Wir können hier zum Beispiel aber auch einen Kerkermeister hinzusetzen. Wo haben wir den? Ewiger Kerkermeister, Kerkermeister tot. Guck mal hier, Kerkermeister mit Rüstung. Den können wir ja auch noch dazu setzen. Wir könnten jetzt zum Beispiel einen Schwertschlag machen. Er hat ein Schwert in der Hand und ihm auf die Schulter legen. Oder. Also, wie gesagt, es gibt hier sehr viele Möglichkeiten, sich auszutoben, Spaß zu haben und schöne Sachen zu machen. Wenn ihr dann fertig seid und sagt, okay, cool, das passt jetzt so, dann drückt ihr hier einfach auf Foto, bewegt jetzt nichts mehr und wartet einfach ab. Screenshot 1 wird gemacht. Screenshot 2 mit Green, das heißt, ihr könnt den Hintergrund rausnehmen oder bei Blau, ihr könnt wunderbar damit arbeiten in Photoshop. Es werden nochmal eure Talente, beziehungsweise eure, was ihr anhabt, gespeichert und so weiter. Das war's. Und schon habt ihr, da wo eure Screenshots sind von World of Warcraft, habt ihr hier eure wunderbare Szenerie abgebildet in unterschiedlichen Layers, so dass ihr damit wunderbar arbeiten könnt. Das war's auch schon von dem Add-on in dieser groben Vorstellung. Wie gesagt, das Add-on ist wirklich tief. Zum Beispiel auch, wenn ihr einen Juve-Slot hier frei habt. Ja, also eure ganz normale Ausrüstung. Ihr kriegt ein neues Item und könnt einen Juve-Stein reinmachen. Könnt ihr mit diesem Programm automatisch den Juve-Stein direkt in eure Rüstung machen. Also wie gesagt, was ich meine, das Add-on hat wirklich sehr viele Vorteile oder kann sehr viele Sachen machen. Und das finde ich echt cool. Macht echt Spaß.
Wie gesagt, wer den Hintergrund auch so einfach in schwarz raus haben möchte, weil er nur eine schwarze Szenerie haben möchte, auch gar kein Problem hiermit. Ihr habt hier wirklich sehr viel Spaß. Wie gefällt euch das? Was macht ihr mit dem Add-on? Oder was würdet ihr gerne mit dem Add-on machen? Was schwebt euch vor? Warum sucht ihr nach so einem Add-on? Schreibt mir das doch mal bitte in die Kommentare. Ansonsten gerne Daumen nach oben, Abo dalassen für weitere Videos über World of Warcraft, News, Guides und Lore. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Danke fürs Zusehen. Servus und Ade.